So, können wir starten. Herzlich willkommen zum Pressegespräch nach dem Spiel FC Victoria, BFC Dynamo, Endstand 1:3, Halbzeit 1:1, 1472 Zuschauer. Ich darf die Pressevertreter begrüßen, sowie den Trainer des BFC Dynamo, Volker Ulrich, und den Trainer von FC Victoria, Thomas Herbst. Die ersten Worte an den siegreichen Trainer. Ja, ich denke, meine Mannschaft, mein Club, der BFC Dynamo, kann Regionalliga. Ja, wir hatten ja letzte Woche im Derby schon dran zu knabbern, und das gehört bei uns im Verein einfach dazu, diese Extreme, dass man, wenn man gewinnt, natürlich alles sehr euphorisch ist und schon von Sachen träumt, die nicht realistisch sind. Und wenn man dann verliert, ist es fast ein Weltuntergang. Ja, so ist es natürlich nicht, so werden wir mit der Mannschaft auch nicht die Sache angehen. Ich denke, dass mein Team gute Lehren gezogen hat von letzter Woche, sich hier sehr gut präsentiert hat, sehr kompakt. Ich denke, dass es insgesamt ein hochverdienter Sieg ist. Die mannschaftliche Geschlossenheit hat mir gefallen. Wir haben auch sehr, sehr gute Kombinationen gehabt. Das Einzige ist natürlich das Wermutstropfen, das Tor kurz vor Halbzeit. Solche Sachen dürfen natürlich nicht passieren, weil man sich da ganz schnell um den Lohn der Arbeit bringen kann. Aber über 90 Minuten hat das Team das ganz gut gemacht, nicht viele Torchancen zugelassen, war extrem effektiv, sehr effizient selber im 16er. Und wir sind natürlich glücklich, ich bin auch für mein Team, das bringt immer auch viel Selbstbewusstsein, wenn man die ersten drei Punkte für uns nach langer Zeit in der Regionalliga einfährt. Und da sind wir natürlich alle sehr, sehr glücklich. Ich wünsche meinen Kollegen Thomas Herbst und Victoria natürlich alles Gute. Sie haben auch eine ganz, ganz tolle Mannschaft. Und man muss ganz ehrlich sagen, und daran müssen wir uns gewöhnen, auch unser Umfeld, dass diese Regionalliga sehr, sehr ausgeglichen ist. Und es kann jede Woche auch andersrum sein. Es kommt auf Kleinigkeiten an. Und heute haben wir die Kleinigkeiten für uns entschieden. Vielen Dank. Ja, danke, Volker Ulrich. Thomas Herbst, deine Worte zum Spiel. Ja, erst einmal Glückwunsch an Dynamo. Ich denke auch, dass es ein hochverdienter Sieg war. Die Enttäuschung bei uns ist natürlich sehr groß, weil nach dem Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt hat sich der eine oder andere natürlich auf die Schulter klopfen lassen und hat eigentlich die Abläufe des Fußballs, besonders im Alltag, überhaupt nicht verstanden. Weil wenn ich sehe, wie leidenschaftlos und ohne Engagement und ohne Leidenschaft wieder heute Fußball gespielt haben, gerade auch in der ersten Halbzeit schon so abwarten, und dann auch Gegentore bekommen, die ja wirklich, ja, ich möchte nicht sagen, meine Schülermannschaft passieren, aber wo wir wirklich den Gegner sehr leicht machen. Denn es ist natürlich schwer, in den Rhythmus zu kommen, in die Zweikämpfe zu kommen, Aggressivität aufzubauen. Aber das verlange ich einfach von jedem, der Fußball spielt, dass man einfach versucht, dass man sich zerreißt. Und das hat mir heute absolut gefehlt. Und wir werden diese Dinge natürlich diese Woche aufarbeiten müssen, weil ich einfach der Meinung bin, dass diese Dinge sich bei den einen oder anderen schon so festgesetzt hat. Fußball, Fußball. Aber die grundlegenden Dinge, die gehören einfach dazu, und die habe ich heute vollkommen vermisst. Und von daher geht der Sieg absolut in Ordnung. Bei Dynamo hat es auf den Platz gebracht heute. Sie waren präsent, sie haben nach vorne gespielt. Und bei uns, wie gesagt, müssen der ein oder andere Spieler darüber nachdenken, dass wir so nicht weitermachen können. Wie gesagt, uns in der Meinung sehe ich auch ähnlich, dass man die Dinge aufarbeiten muss und dass es nächste Woche wieder anders aussehen kann. Und ich hoffe, dass wir diese Woche so arbeiten, dass es nächste Woche anders aussieht. Danke. Ja, danke Thomas Herbst. Dann stelle ich die Frage in die Runde von den Pressevertretern. Gibt es noch Fragen an die Trainer? Als allgemein mal, das Zuschauerinteresse, muss man sich jetzt daran, wie seht denn das? Ist das jetzt die normale Zahl? War das so erwartet oder hat man vielleicht doch mit ein bisschen größeren Interesse gerechnet? Von beiden Vereinen eigentlich jetzt auch von Dynamo. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Frage an mich. Vergangen zu kurz. Ja, Frau Butter. Ich denke, es wird natürlich nicht jede Woche so sein wie in Jena, dass uns eine Vielzahl von Fans begleitet. Ich denke, dass es trotzdem von unserer Seite für ein Auswärtsspiel die Beteiligung sehr gut war. Und es ist auch, es liegt an uns, ich denke an beiden Vereinen, dass wir das peu à peu entwickeln. Auch wir, ja, wir haben ja das Handicap noch, dass wir nicht normale Heimspiele haben. Ja. Wir sind ja im Jahn-Sportpark, das ist ja fast, jetzt hat man auch gesehen, die zwei Auftritte, fast wie neutrale Spiele, ja, daran müssen wir uns gewöhnen. Aber ich denke, die Unterstützung war wieder enorm, auch wenn es vielleicht nicht die Anzahl hatte. Aber wir sind natürlich hoch zufrieden, dass 800
Zuschauer Dynamo begleiten. Das ist für uns eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ne? Und da möchte ich mich auch bedanken. Jeder Einzelne ist für uns sehr wichtig. Ja gut, danach ich will den FC Viktoria antworten. Also ich muss kurz korrigieren, 694 waren es im Dynamo-Block, aber das ist im Grunde genommen tatsächlich 50%. Schön, dass ihr so viele Fans mitbringt. Ich glaube, das ist aber auch, die Liga freut sich darüber. Und ansonsten die Frage an den Verein Viktoria. Natürlich, wir entwickeln uns. Das sind kleine Schritte und wir hatten letzte Woche das Highlight. Wir haben Berlin mobilisiert, muss man ganz klar sagen. Und am Freitagabend am Ende 1500 Zuschauer in der Regionalliga ist für Berlin, glaube ich, auch mit dem, was Berlin sonst noch so bietet, eine anstehende Zahl. Ansonsten freuen wir uns darauf, auf jeden, der dazukommt. Und mal gucken, was da die nächsten Wochen so bringen. Ich glaube, der Zuschauerzuspruch ist immer sehr, sehr abhängig vom Erfolg. Wenn es gut läuft, dann kommen die Leute. Wenn es nicht so gut läuft, dann ist es halt so, dass man auch gerne mal zu Hause bleibt und das Wetter auch vielleicht dann nicht so ganz ist, wie es sein soll. Ne? Ja, weitere Fragen aus der Runde? Das ist nicht der Fall. Volker, alles Gute für euch, für die restliche Saison. Allen ein schönes Wochenende und vielen Dank. Alles Gute.